Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Ja, wir sind hier in der Feenquelle. Im letzten Part haben wir nämlich den Pekibernia-Tempel mit den den verirrten Feen abgeschlossen. Wir müssen aber nochmal reingehen. Wir müssen nämlich den Boss besiegen. Ja, so läuft das halt. Ich bin halt vorher rausgegangen, weil wir nämlich dann, wenn wir den Boss schon vorhin gekillt hätten, dann wären wir nämlich wieder zurück teleportiert worden bei der Bergsiedlung. Das ist scheiße. Hätten wir wieder hochlaufen müssen und das ist bekloppt. Wenn wir es doch so haben könnten. Und ich meine, wenn man den Tempel nochmal betritt, kommt man als erstes zu einer Plattform, die einen sofort wieder zum Boss teleportiert. Wisst ihr noch? Ist ja auch passiert. Hat es so eine Zwischensequenz gegeben. Die gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen können wir da jetzt einfach mal drauf. Jupp, auf zum Boss. Denn dann können wir nämlich diesen Froschchor machen. Ihr werdet dann gleich sehen, was ich meine. Mit dieser Don Gero-Maske, ihr erinnert euch. Okay. Feuerpfeile haben wir. Gut. Ich nehme hier mal ein bisschen. So, und jetzt die Maske anziehen, bevor der Feuerpfeil auf das Ding drauf trifft. Das ist Kunst. Stille Albtraum. Ja, Gut ist zurückgekehrt. Schließlich mussten wir ja die Zeit zurückdrehen. Ne? Ihr wisst ja, bei dem einen Part, als wir nicht nur alle Feen gefunden haben im Schädelbruchtempel, mussten wir die Zeit zurückdrehen und den. Weil wir danach einfach den Boss gemacht haben und dann anschließend die Feen geholt haben. So einfach in den Reihen fahren. Hier ist er. Nicht so schlimm, ne? Ich fürchte keine Verluste. So, wieder aufladen. Es kommt mir irgendwie so vor, als würde man Auto fahren und während dem Autofahren direkt nochmal den Tank auffüllen. Hat so ein bisschen den Style von Hybridautos. Die laden ja auch ihren Batteriestand auf, während man Auto fährt. Das finde ich geil. Eine gute Idee. So, den haben wir gleich. Fängt er schon an, Bomben zu schmeißen? Nee, noch nicht. Wenn er anfängt zu Bomben zu schmeißen, dann ist er gleich down. Oh shit, er hat uns getroffen mit diesem Blitzstrahl. Das ist natürlich nicht so gut für unsere Gesundheit. Okay. Stell dich der Gefahr, gut. Stell dich mir. Du wirst hier nicht lange überleben, denn ich habe doppelte Energie und doppelte Verteidigung. Da war gut. So, gleich mal einen in den Arsch kriechen. Dann haben wir den auch. Jawoll! Und da ist er tot. Und dafür muss ich gleich mal husten. So. Stirb, mein alter Freund. Stirb. Ja, hätten wir das geschafft. Wisst, nur wenn es Frühling ist, können die Frösche zurückkommen. Deshalb müssen wir Groot zuerst einmal schlachten und dann kommen auch die Frösche zurück. Ist klar, ne? So. Und wir sind gleich hier bei den Fröschen. Geil. Also gut, dann lassen wir nicht lange warten, sondern fangen gleich mal an. Ich habe auf dich gewartet, Don Gero. Verzeih mir, wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlanker geworden?
Wie du sehen kannst, ist der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wachgeküsst. Was zum Teufel? Lasst unseren Gesang beginnen. Geil. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Ja. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast... Ja. Nett von euch. Lass uns wieder mal zusammen musizieren. Ja, geil. Finde ich lustig. So, da hinten gab es noch mehr... Zeug. Aber wie ging das? Ah, das war nur eine unsichtbare Truhe, ja dann. Warte. Irgendwo müsste dann... Aha, ja genau. Ah, es sind nur 20 Rubine, also von dem her ist er... Ist er scheiße kacke hier. So. Auf dem Weg zum Pikiverne-Tempel gibt es auch noch Herzteile. Und auf dem Weg zum Goronendorf gibt es auch noch Herzteile. Und in Termina gibt es auch noch Herzteile. Also ihr merkt, heute geht es hauptsächlich um Herzteile. Also, Goronenmaske. Goronenhaut, wohlgemerkt. Ne? So, mit dem Lied der Vogelscheuchen, also mit der Vogelscheuchen-Polka und dem Enterhaken sind wir hier genau richtig dabei. Das brauchen wir jetzt nämlich. Und zwar hier. Mal sehen. Wir brauchen aber auch noch das hier. Und das hier. Ne, warte. Zuerst mal gucken. Okay. Ich lasse sie an. Weil das ist mir echt zu riskant. Oh, gut aufpassen hier. Die Viecher sind ganz schön böse. Okay, wie ging das? So. Genau. Und da vorne taucht er gleich mal auf. Und wir kämen zum Herzteil. So, gleich mal anvisieren und zack. Sind wir drüben. Und das nächste Herzteil. Jetzt frage ich mich nur, wie kommen wir wieder zurück? Ach, weißt du was? Wir warpen. Gleich mal nochmal zurück zur Bergsiedlung. Genau hier. Als nächstes brauchen wir die Zora-Maske. Also die Zora-Schuppen. So, gleich mal ausrüsten hier. Genau. So. Ja. Ein Zora in den Bergen, sowas trifft man selten an. Also genießt es, Freunde. Übrigens gibt es hier jetzt neue Gegner. Wespen. Habe ich noch lustig gefunden, als ich das hier als Kind entdeckt habe. Oh, guck mal, Wespen. Kann man mit dem spielen? Aber wieso kommt jetzt die Gegnermusik? Und dann musste ich leider die brutale Erfahrung machen. Es sind Gegner. Die stechen ein. Ich meine, warum sollten sie auch nicht? Wir latschen einfach in ihren Territorien um. So, jetzt verschwinde aber. Danke. So, ihr seht, das Wasser hier ist wieder aufgetaut. Nichts mehr eingefroren. Und hier unten ist eine Schatztruhe. Mit einem Herzteil darin. Also ihr seht, wir werden hier quasi überhäuft mit Herzteilen. Und wir kriegen gleich das nächste Herz. Das ist sehr praktisch. Wir könnten jetzt überall noch auf dem Flussboden hier rum schwimmen, aber das würde jetzt nichts Spezielles, Atemberaubendes bringen. So, wir machen gleich weiter. Ich gehe mal nach Unruhstadt. So. Zack, zack. Der Zeiger zeigt immer in der Mitte auf Unruhstadt, wenn wir das Lied spielen. Also
Kann man einfach durchklicken, wenn man zu Unruhstadt muss. So, es ist mittlerweile der zweite Tag. Das ist recht gut. Okay. Also, wir gehen nach Termina. Wir gucken ein bisschen auf dem Feld herum, ob wir hier noch Herzteil finden können. Ach du! Ja, ja, ich habe ein Schwert. Tschüss! Da war nämlich ein kleines Rätsel. Und zwar müssen wir hier... Ich gehe mal mit dem Goronen da durch. Hier gibt es diverse Löcher. Ich glaube, hier war eins. Ich guck mal nach. Genau, hier war eins. Da oben ist einfach mal so ein Fettsack. Wer ist hier der Fettsack? Zack! Ich bin der Fettsack. So. Und da hinten ist auch noch einer. Den mach mal platt. Ja. Ach egal. Na los. Jetzt töte ihn. Na, endlich. Okay. So, vor dem müssen wir dann immer ein Lied spielen. Ne, warte, wie ging das? So. Und ihr seht, der größte Felsen verändert seine Farbe zu rot. Und es gibt noch weitere Höhlen, die solche vier Steine drin haben und einer immer groß. Und wenn wir alle Gleichfarben machen, dann kriegen wir ein Herzteil dafür. So, jetzt gehen wir mal in die Richtung. So. Wo war denn der nächste Eingang? Das war doch hier in der Nähe. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Kann man das so machen? Nee, ich glaube nicht. Ach, egal. Autsch, was soll das? Du Hooligan. Ach, hier war das Loch. Genau. Gehst du auch mal bitte rein? Dankeschön. So, hier sind die nächsten vier Felsen. Nee, warte, so. Genau. Und damit färbt sich der nächste Felsen rot ein. Und der andere dreht sich gleich mal mit. Das, also der rote links da, ist übrigens der rote von vorhin. Also, die übertragen sich gegenseitig die Farben. Je nachdem, in welcher Höhle man dann ist. Finde ich noch geil gemacht irgendwie. Muss man ja sagen. So, wo war denn das nächste Loch? Das war doch hier irgendwo. Genau, hier war es. Und ein Volltreffer. Jawohl. Nein, was machst du da? Du sollst die Maske anbehalten. So. Und damit färbt sich der dritte Stein rot ein. So, es fehlt nur noch einer. Jetzt muss ich überlegen, wo war denn der? Okay, ich gehe mal wieder raus hier. Wir werden den schon finden. Ja, der müsste doch hier irgendwo sein, ne? Zack. Ja, ich glaube, der war in dem Felsen da vorne. Bam! So, gehen wir gleich mal rein. Genau! Wie oft hatte ich heute schon wieder recht? Oh Mist, jetzt habe ich es versaut. So, jetzt aber. Jetzt sind alle gleich Farben und wir kriegen dafür das nächste Herzteil. Ich glaube, wir werden gleich noch ein Herzteil einsammeln. Yay! So.
und gleich mal nach draußen. Okay. Wo war denn das genau? Ich glaube, das war hier. Aber nicht in dem Tümpel da, sondern da hinten bei dem Felsen. Da gab es, glaube ich, auch noch ein Herzteil. Bam. Gut, machen wir das als letztes noch heute. Okay. Die kann man so fertig machen. So, gehst du da hoch bitte? Danke. So, in einer dieser Wespennesten war das Herzteil versteckt. Welches war es denn? Ich öffne einfach mal alle. Oh, warte, warte. Ah, es ist genau auf diesem Ding da gelandet. Das ist perfekt. Jawohl! So, weiter geht's im nächsten Part. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.